Dieter Hecking war dabei, Jonas Hofmann, Tobias Sippel, Martin Stranzel, Michael Fronzek, Herbert Laumann und natürlich Rainer Bonhoff. Zum 8. Mal lud Borussia zur Stiftungstrophy auf dem Golfclub Schloss Müllendonk und über 100 Freunde und Förderer der Stiftung folgten dem Ruf von Rainer Bonhoff, der bei Borussia nicht nur Vizepräsident ist. Außenminister für den Vatikan, Botschafter für den Vatikan und liebe Freunde, Botschafter für den Golf. Und auch wenn bei den Profisportlern und ehemaligen Athleten der Ehrgeiz erfahrungsgemäß groß ist, lief es nicht für alle so rund wie erhofft. Es ist ein komplizierter Sport, also sind wir im Fußball wesentlich einfacher aufgestellt. Bescheiden, um das mal ganz deutlich auszudrücken. Nein, aber der Spaß steht ja im Vordergrund und von daher war das schon wieder eine schöne Runde. Hier Wald und Wasser ist eigentlich mein größtes Handicap und da gibt es ja einiges. Gut angefangen, schlecht aufgehört, kann man so sagen. Also der Platz ist ja relativ schwer, von daher haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, viele Bälle gesucht, aber im Großen und Ganzen konnten wir das Handicap zum Glück halten. Auch wenn der sportliche Erfolg eigentlich nicht im Vordergrund stand, für Cheftrainer Dieter Hecking und seine Spieler Tobi Sippel und Jonas Hofmann ging es trotzdem um einiges. Der Tobi, der Trainer und ich haben eine interne Wette gemacht. Das, was ich unterwegs gehört habe, war, glaube ich, Jonas sehr weit vorne. Dass Sippi und ich uns wahrscheinlich darum streiten müssen, wer am Ende dann den Gewinn einlösen muss. Also schwarz auf weiß habe ich es noch nicht, aber er ist von sich aus schon gekommen, dass er es wahrscheinlich verloren hat. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er bezahlt, aber ich glaube auch, es müsste eigentlich, wenn es fair ist, auch so sein. Und so war es am Ende auch. Jonas Hofmann sicherte sich in der Netto-Klasse C den zweiten Platz. Gesamtsieger wurde Thomas Maciček bei den Herren. Bei den Damen sicherte sich Anne Schmidt den Sieg. Die Begabung am Schläger kommt bei Jonas übrigens nicht von ungefähr. Ja, das ging damals bei mir in der Schule los, in der dritten Klasse. Wurden damals die gefragt, die, sage ich mal, ein bisschen talentierter im Sportunterricht ausgeschaut haben. Die wurden gefragt damals, ob sie an einem Förderprogramm von Dietmar Hopp teilnehmen möchten. Da ging es in den Golfbereich, da bekam man umsonst Unterricht und da hat es damals angefangen und da habe ich damals die Liebe dazu entdeckt und habe das dann so 2-3 Jahre weiter verfolgt. Lief auch ganz gut, aber irgendwann kam die Qual der Wahl, Fußball, Handball, so war ja auch noch dabei, oder Golf. Doch wie gesagt, bei allem sportlichen Ehrgeiz geht es bei der Stiftungstrophy vor allem darum, möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Ja, solche Veranstaltungen, denke ich, ist schön, dass sie ausgerichtet werden, dass sich auch immer wieder Leute bereit erklären, an solchen Sachen teilzunehmen und auch die Geldbörse ein bisschen zu öffnen. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Rainer am Ende wieder ein schönes Ergebnis hat. Vor allen Dingen denke ich, dass sich das super entwickelt hat, dass Herr Rainer da sehr viel Herzblut reinsteckt, dass es top organisiert ist und ist eine gute, runde Sache. Durch eine Versteigerung, bei der auch Dieter Hecking fleißig mitbot, zahlreiche Spenden und Präsentationen einzelner Löcher von Sponsoren, kam auch in diesem Jahr wieder eine ansehnliche Summe zusammen. 82.000 Euro nahm die Borussia-Stiftung ein. So viel wie noch nie bei dieser Veranstaltung.